So, hallo, guten Abend, sehr schön. Sehr schön, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuschaltet. Schön, dass ihr den Aufruf gesehen habt. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ich sehe schon 14 Leute. Jetzt muss ich mal gucken, mit der Kamera bin ich schon jetzt so 1, 17, 23. Hallo, guten Abend, liebe Alexandra. Guten Abend, liebe Marlene. Guten Abend, liebe Verena. Guten Abend, liebe Annika. Guten Abend, liebe Birgit. Sehr schön. Das ist sehr schön, euch zu sehen. 30 Leute sind ja schon sehr schön. Hallo, liebe Gabriela. Sehr schön. Ach, wunderbare Gesichter sehe ich hier. Liebe Nicole. Hallo, liebe Nicole. Ich grüße dich. Wie schön, dass ihr so zahlreich zuschaltet. Hallo, guten Abend, liebe Anpa. Liebe Romy, liebe Tina. Schön, dich. Ja, auch dich schön, dich wiederzusehen. Tschüss, Tina. Das ist ja wunderbar. Wir sind schon 38 Leute, 41 jetzt. Das finde ich ja toll. Hallo, guten Abend, liebe Maria. Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet heute. Hallo, liebe Heike. Ja, ich freue mich auch auf unseren Termin. Sehr schön. Hallo, liebe Ute. Ich kann jetzt leider nicht jedem Einzelnen da Hallo sagen. Fühlt euch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr an diesem, ja, Gründonnerstag ist ja heute, Zeit habt, mir ein bisschen zuzuhören. Guten Abend, ein Herr. Guten Abend, lieber Michael, liebe Tanja. Sehr schön. Cynthia auch da, die Christine. Sehr, sehr schön. Guten Abend aus Österreich. Ja, sehr schön. Hallo, liebe Christine. Liebe Grüße nach Österreich. Ich freue mich, dass dann heute doch bei dem schönen Wetter, wir haben ja wie Frühling, also Sommer eigentlich. Man kann eigentlich sagen, wie Sommer. Es ist wie Sommer. Also herrlich, was heute für ein Tag wieder war. Irre. Und dass ihr dann doch so zahlreich zuschaut. Oh, Sterne. Danke, liebe Claudia, für die Sterne. Ich danke dir. Sehr schön. Mit den Sternen könnt ihr ja meine Arbeit unterstützen. Und ja, jeder Stern sind 10 Cent. Und Dankeschön. Herzlichen Dank. Ist ja auch eine Anerkennung meiner Arbeit, was ich jetzt hier so live mache. Vielen Dank, liebe Claudia. Ja, also das am Gründonnerstag, so vor Ostern, dass ihr so zahlreich zuschaltet, das freut mich natürlich ganz, ganz arg. Wir sind 57 Zuschauer auf den Gründonnerstag und ich habe ja euch gesagt, hallo, du bist klasse, Tatjana. Ja, das freut mich. Dankeschön. Danke. Ihr seid auch klasse, weil ihr seid eine ganz wunderbare Community und ich freue mich, dass ihr heute mit eingeschaltet habt, denn ich habe ja heute noch im Gepäck eine kleine Meditation für euch, wo wir gemeinsam nachher live um ein Zeichen von einem Vorausgegangenen bitten, einen Verstorbenen. Oh, Ilka schreibt, in Hamburg ist es kalt. Und ich dachte, oh, noch ein Stern. Renate, danke für 100 Sterne. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Damit unterstützt ihr meine Arbeit. Und die Tina, 50 Sterne. Wie toll, wie toll, wie toll. Sehr schön. Das freut mich. Also, liebe Ilka, in Hamburg ist es kalt. Ja, bei uns soll es ab morgen auch kalt werden, leider Gottes, weil wir hatten die letzten paar Tage hier im Saarland, also wirklich Sommer, 24, 23 Grad. Ich habe gestern ein Geistführerporträt erstellt für eine Klientin und die Geistführerporträts, die brauchen immer sehr viel Zeit und sie hatte, es gibt ja bei mir so zwei Pakete, die man buchen kann und das war ein Vollpaket. Und das brauchst dann, da brauchst du immer viel Zeit, weil da werden die ganzen Chakren, Aurenfarben, die Symboliken, da kommt alles mit rein. Und da sitze ich ungefähr so 6 Stunden dran und ich habe mich rausgesetzt. Ich habe mich rausgesetzt, weil ich gedacht habe, was soll ich denn das drin in meiner Praxis machen, während draußen so schönes Wetter ist. Und ich habe das erste Mal Open Office gemacht für dieses Jahr und es war wunder, 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 wunderschön. Ich mache mal meine Brille hier auf den Kopf. Muss ich die nicht so festhalten, aber ich bin ja kurzsichtig. Und die Brille ist ja für weit zu sehen eigentlich. Und dann kann ich das nie lesen. Da muss ich die Brille immer hoch und runter machen. Also mache ich sie lieber gleich hoch. Dann kann ich viel, viel besser lesen. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Guten, guten Abend in die Runde. Auch alle, die neu sind, fühlt euch herzlich willkommen bei mir. Und ich habe einfach gedacht, hey, es wäre doch ganz schön, wenn wir noch ein bisschen miteinander plaudern, wenn wir noch ein bisschen miteinander jetzt vor Ostern, ja, einfach eine schöne Stunde zusammen haben und dann nachher gemeinsam um ein Zeichen von einem Vorausgegangenen bitten. Das kann sein, dass vielleicht gleich sich was zeigt. Das kann sein, dass ja erst in 2, 3 Tagen sich was zeigt. Wir werden auf jeden Fall um ein,
Ja, um ein erkennbares Zeichen bitten. Ja, ob es so ist, kann ich natürlich nicht versprechen, denn die geistige Welt, ja, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und ich habe heute wieder so viele tolle Jenseitskontakte machen dürfen und die mir immer wieder zeigen, die Lieben sind bei uns. Sie sind mit uns. Denn ich hatte hier zum Beispiel jemand sitzen auch, da sage ich, hast du etwas in deinem Kinderzimmer? Hast du etwas im Kinderzimmer anders gemacht? In einem Kinderzimmer ist was neu. Im Kinderzimmer ist etwas anders gemacht worden. Da ist etwas, da ist gerade irgendwas gemacht worden. Dann hat sie gerade gestrichen. Sie hat gerade das Kinderzimmer gestrichen. Und ihr Vater, also der Großvater von dem Kind, hat das mitbekommen, hat das gesehen, dass gerade im Esszimmer, im Kinderzimmer neu gestrichen wird. Genauso wie sage ich, also sie war mit ihrer Mama da, also mit der Frau des Vorausgegangenen. Sag ich, krieg immer ein gemaltes Bild gezeigt, ein gemaltes Bild und das möchtest du aufhängen oder das hängst du auf und das ist, ja, das ist schön. Und da sagt sie, ich habe mir im Winter Gedanken darüber gemacht, ein gemaltes Bild von Hirschen dahin zu hängen und das hab ich, da habe ich mir echt gedacht, das habe ich nur gedacht und ich wollte das dahin hängen. Und da habe ich gesagt, toll. Der Vorausgegangene weiß es. Genauso habe ich gesagt, was ist mit einer Lampe? Mit deiner Lampe stimmt irgendwas nicht. Hast du Probleme mit einer Lampe? Eine Lampe, etwas stimmt mit deiner Lampe nicht. Irgendwas ist mit einer Lampe nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht. Und da sagt sie, ja, ich habe gerade gestern beim Staubsaugen meine Nachttischlampe runtergeschmissen und die ist kaputt gegangen. Ich muss mir eine andere, weil er sagt, eine andere Lampe, mit der Lampe stimmt was nicht, ist anders. Also, ihr Lieben, wenn das keine Beweise sind, dass sie bei uns sind und mit uns sind, wer soll ich wissen, dass sie sich ein gemaltes Bild kaufen will, woher soll ich wissen, dass die Tochter gerade im Kinderzimmer streicht, woher soll ich wissen, dass mit einer Lampe etwas nicht in Ordnung ist und gerade vor ein paar Tagen da was passiert ist. Das sind für mich immer, wow, wir sind 68 Leute. Ich freue mich. Herzlich willkommen, alle. Seid herzlich gegrüßt. Wie soll ich das wissen, wenn nicht von den Vorausgegangenen selbst? Und ich habe ja Kontakte nach ganz Europa, in Österreich, in der Schweiz, in Belgien, in Luxemburg. Gut, Luxemburg ist hier bei mir sehr grenznah. Ich bin ja nur Luftlinie 50 Kilometer von Luxemburg weg, ja. Ich habe in der Türkei, gehört zwar jetzt nicht zu Europa, immer noch nicht, aber auch in der Türkei, ich habe in USA Klienten, ja. Also von überall kommen Menschen zu mir und die Vorausgegangenen erzählen mir Dinge, die ich nicht wissen kann. Und das zeigt mir einfach, immer und immer wieder, dass unsere Liebsten hier bei uns sind und mit uns sind. Das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Also für mich ist die geistige Welt eine ganz reale Sache. Die ist nicht weit entfernt. Und die ist nicht da oben und nicht da unten und nicht links und nicht rechts, sondern sie ist um uns herum. Die Geistigen sind mit uns und bei uns immer. Und wenn ich dann, für mich sind diese Dinge, die jetzt gerade im Alltag bei den Menschen passieren, immer die schönsten Beweise. Natürlich ist es schön, wenn sie aus ihrer Vergangenheit erzählen. Ja, ganz, 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 ganz klar. Und das ist auch wichtig und auch für den Hinterbliebenen ein Beweis, wenn sie aus der Sache von früher oder wenn sie Dinge von früher, manchmal ist das wirklich so. Da sagen die Leute nachher, Mensch, das ist so schön bei dir, Cynthia, weil so viele alte Erinnerungen wieder geweckt werden, die ich eigentlich schon ganz lange, ja, vergessen oder gar nicht mehr daran gedacht habe. Und bei dir jetzt heute kommt das alles wieder so hoch und es ist so schön. Es ist ein, wie wenn man in einem Album der Erinnerungen blättert. Das ist schön, das ist natürlich schön. Aber so Dinge, die jetzt gerade passieren, die finde ich immer mega. Die finde ich, das ist für mich immer der schönste Beweis. Es ist immer für mich der schönste Beweis, dass die Lieben bei uns sind und mit uns sind. Oh, vielen Dank nochmal für die Sterne. Ich sehe nicht von wem, aber ich sehe, dass Sterne gekommen sind. Damit unterstützt ihr ja meine Arbeit hier, auch den Livestream, den ich jetzt hier kostenlos mache und mit euch gemeinsam nachher noch die schöne Meditation mache. Das ist immer so eine Anerkennung meiner Arbeit. Und dafür danke ich euch natürlich sehr. Mit den Sternen unterstützt ihr meine Arbeit. Ja, ich gebe euch was und ihr gebt mir was. Das finde ich total nett von euch, total lieb. Ich habe halt eine gute Community, die mir ja einfach ihre Wertschätzung auch entgegenbringt. Denn ich, vielleicht geht es euch genauso, ich bin ein Mensch, ich finde immer, das Geben und Nehmen sollte im Ausgleich sein. Es kann nicht sein, dass immer jemand nur gibt, das ist frustrierend.
Es muss auch so sein, dass man mal was zurückbekommt. Und das habe ich hier bei meinen Community-Leuten auf jeden Fall. Ich habe ja sowieso, ich sage immer, ich habe die beste Community, die man sich vorstellen kann. Wow, 73 Leute. Ich freue mich. Seid alle herzlich willkommen. Und ich fand das jetzt so wichtig, dass wir vor Ostern noch ein bisschen plaudern, dass ich ja mit euch einfach noch eine schöne Stunde verbringe. Das ist so schön. Ja, hier schreibt jemand: Hallo, liebe Cynthia, der oder die Andi, ich weiß es ja nicht, schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja, in letzter Zeit war es ja halt ein bisschen ruhiger um mich. Das war einfach dem privaten Umstand geschuldet, dass meine Schwiegermutter so schlimm und schwer erkrankt ist und dann leider Gottes, ja, im Dezember die Diagnose, Ende Dezember kam die Diagnose, ihr habt es ja gelesen auf meiner Seite. Puh. Ja, und im März ist sie schon vorausgegangen. So ist das Leben. So ist das Leben. Und ich kann viele von euch gut verstehen, weil mir die Dinge selbst passieren. Nur weil ich ein Medium bin, heißt das ja nicht, dass ich befreit bin von solchen Sachen. Und wie ich euch ja auch geschrieben habe, das nimmt mich als Mensch, nimmt mich das natürlich auch mit. Ist ja ganz klar. Ich hab ja auch Gefühle, auch wenn ich das Wissen um diese Welt habe. Ein Verlust ist ein Verlust. Und ich bin ein ganz normaler Mensch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich möchte euch jetzt hier nichts vorweinen. Ich wollte mich ja mit euch treffen, um mit euch ja, eine schöne Stunde zu verbringen. Aber ihr seht auch solche Dinge. Die nehme ich dann halt auch mit. Weil ich ein ganz normaler Mensch bin. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, das zu sagen. Mir ist das immer ganz wichtig, euch zu sagen, dass ich ein ganz, ganz normaler Mensch bin. Ich bin kein Hellseher, kein Magier, kein Zauberer. Ich kann keine Wunder vollbringen. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Ich kann auch keine Lottozahlen vorhersagen. Wartet mal, ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Kann ich alles nicht. Ich kann keinen mehr lebendig machen. Ich kann keinen zurücknehmen, der vorausgegangen ist. Aber ich kann euch zeigen, dass sie da sind. Ich kann euch zeigen, dass sie mit uns sind. Und das war auch der Grund, und damit ehre ich das Andenken am allerbesten, indem ich zeige, dass wir trotz der Trauer und trotz des Schmerzens weiterleben können, sollen und dürfen. Die Trauer braucht ihre Zeit, ganz klar, aber mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge gehe ich ins Leben hinaus und ich weiß, meine Liebsten sind bei mir, sind mit mir und sie können nie verloren gehen. Wer könnte denn besser in der geistigen Welt auf uns aufpassen als unsere Liebsten? Wer könnte besser aufpassen als unsere Liebsten? Wer könnte das? Für mich ist das ein unglaublich schöner Gedanke. Entschuldigung. Wenn ich weiß, dass mein Vater, meine Großeltern, meine Schwiegermutter, jetzt meine Tierkinder, mein Cousin, Freunde, Tanten, wenn die auf mich aufpassen und ein gutes Wort für mich einlegen. Wer könnte besser sein? Wer könnte besser sein? Wow, es sind 80 Leute. Ich grüße euch alle. Es ist so schön und es ist so schön, mit euch zu reden. Und mir ist es so wichtig, dass ihr seht, dass ja Kummer und Trauer auch bei einem Medium nicht Halt machen. Wie gesagt, ich kann keinen Tod aufhalten. Bei mir gehen auch Liebe voraus. Und so kann ich mich aber auch ganz, ganz stark in euch einfühlen und verstehen, was ihr durchmacht und euch dort abholen, wo ihr steht. Denn ich bin eine Botschafterin der Vorausgegangenen. Ja, ich bewerte nichts in Terminen, ich beurteile nichts, ich verurteile nichts. Ich gebe das weiter, was die Vorausgegangenen mir geben. Das gebe ich weiter. Und das ist mir auch wichtig. Aber ihr, wenn ihr vor Ort kommt, ihr seid mir genauso wichtig.
Ich achte auf euch. Ich schaue nach euch. Ich möchte euch auffangen, wenn es euch nicht gut geht. Und ich verstehe sehr, sehr viel, weil ich in meinem Leben schon viele Verluste hatte, vieles durchgemacht habe, verstehe ich mein Gegenüber. Und besser kann es gar nicht sein, wenn ein, sag ich mal, ein Mensch einen anderen versteht und genau weiß, was jetzt gerade in einem vorgeht und das nachvollziehen kann. Und dann kann ich euch unterstützen. Denn als Medium bin ich nicht nur ein Vermittler der Botschaften, sondern ich bin Seelentrösterin, Mutmacherin, Hoffnungsgeberin, Therapeutin. All das bin ich als Medium genauso. Denn ich arbeite ja mit den Lebenden auch zusammen. Wenn ihr zu mir kommt, möchte ich, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr in eine Atmosphäre kommt, in der ihr euch gut fühlt, in der es euch angenehm ist. Und viele meiner Klienten berichten in ihren Feedbacks davon, dass es so sei, wie wenn man zu einer guten alten Freundin fährt. Und ein besseres Lob kann ich ja gar nicht kriegen von euch. Ein besseres Lob kann ich gar nicht kriegen. Ich weiß ja um eure Aufgeregtheit, wenn so ein Termin ansteht. Das weiß ich ja. Ich weiß ja, wie aufgeregt ihr seid. Und das ist ja auch was ganz Besonderes. Das ist ja auch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. So ein Jenseitskontakt ist ein Geschenk des Himmels. Es ist ein Geschenk des Himmels. Und dass ihr da aufgeregt seid, man macht ja so etwas nicht gerade so jeden Tag. Und wenn ich dann den Menschen immer sage, hey, ich bin auch aufgeregt, genau wie du, da sagen die, wie, Cynthia, du bist aufgeregt, du machst das doch jeden Tag. Ja, mache ich auch. Aber jeder Vorausgegangene kommuniziert anders. Jeder Vorausgegangene teilt sich anders mit. Und das ist immer für mich ganz spannend, denn ich rufe keine Vorausgegangenen. Ihr bringt die mit, denn die sind nicht bei mir. Ja, manchmal kommen sie schon ein bisschen früher, manche sind auch einen Tag vorher schon da und sagen schon, hallo, abends, wenn ich im Bett liege, sage ich, Moment, ich möchte jetzt schlafen. Jetzt ist Schlafenszeit, morgen haben wir einen guten Termin, da kannst du mir alles erzählen, was du mir erzählen willst, ja? Also das ist auch schon, kommt auch schon vor, dass die halt schon vorher Hallo sagen, ja? Und dann sage ich immer, oh, sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt schlafen, du musst das ja nicht mehr in der geistigen Welt, aber ich brauche hier noch ein bisschen auf der irdischen Ebene noch ein bisschen Schlaf. Morgen haben wir einen ganz tollen Termin und ich freue mich, morgen deine Botschaften weiterzugeben. Aber ich stecke da nicht drin, ich habe darauf keinen Einfluss. Ich habe keinen Einfluss darauf, was kommt, genauso wenig, wie ich einen Einfluss darauf habe, was nicht kommt, also was nicht durchgesagt wird. Ich nehme das alles an in Liebe, in Demut, weil es ein Riesengeschenk ist. Weil es einfach ein Riesengeschenk ist. Und so sehe ich die geistige Welt als ein Teil von mir. Und ich versuche mit meiner Arbeit, euch zu zeigen, euch verständlich zu machen, dass sie auch ein Teil von euch ist. Denn es ist unsere aller Heimat. Es ist unsere aller Heimat. Wir kommen alle von dort und wir gehen auch alle wieder dorthin zurück. Ich sag euch jetzt was, das mag euch vielleicht schockieren. Hier aus dem Leben kommt keiner lebend raus. Am Ende gehen wir alle. Der eine früher, der andere später. Je nachdem, was in einem Seelenplan vorgesehen ist, was wir uns ausgesucht haben, wie wir es uns ja auf den Weg gelegt haben, was wollen wir lernen. Und so haben eine ein langes Leben, werden 80, 90, 100 und andere gehen sehr früh, mit 18, mit 35, mit 50. Keiner kann es aufhalten. Es gehört zum Leben dazu. Wie die Geburt. Wenn wir hierher kommen, legen wir den Anfang unserer Reise fest, aber auch unser wieder nach Hause kehren. Dennoch ist es ja eigentlich nur ein Schritt zur Seite. Es ist noch nicht mal ein Weggehen, weil sie gehen nicht weg. Sie gehen einfach nicht weg, ja? Sie gehen einfach nicht weg. Sie sind bei uns, mit all ihrer Liebe und Aufmerksamkeit. Und das darf ich jeden Tag in meinen Kontakten beweisen, zeigen. Wobei ich sage immer,
Ich beweise, muss keinem beweisen, ob ich Kontakt ins Jenseits habe. Das muss jeder für sich selbst feststellen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe sehe ich darin, euch zu zeigen, dass diese Welt existiert, dass sie da ist, dass sie mit uns sind, dass sie bei uns sind, dass wir nicht getrennt sind, dass der Tod ein ganz normaler, natürlicher Vorgang ist, der zum Leben dazugehört, genauso wie die Geburt, dass man nicht Angst haben muss, wenn der Tag X kommt. Und dass man zitternd und bibbernd vor dieser letzten Tür, sage ich jetzt mal bildlich gesehen, steht und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da? Sondern dass man sagt, hey, ich gehe jetzt nach Hause, ich sehe jetzt alle Lieben wieder. Ich sehe jetzt alle, ja, Lieben wieder. Wow, 91 Leute, ich bin ja platt. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe wieder Sterne bekommen, aber ich weiß nicht von wem. Mua, alle Sternenabsender, ich danke euch. Damit unterstützt ihr meine Arbeit, damit unterstützt ihr mein Tun. Und ja, das finde ich ganz, ganz toll von euch. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich gucke jetzt mal gerade hier, kannst du auch mit Tieren kommunizieren? Ja, kann ich, aber ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich spezialisiert auf menschliche Seelen, ja. Aber manchmal zeigen sich auch vorausgegangene Tiere. In Demoabenden hatte ich das schon oft, in medialen Demoabenden, dass sich Tiere auch gezeigt haben. Und dann gebe ich das natürlich auch durch. Und viele bringen auch ihre Tiere mit in die Sitzung. Also das heißt, die vorausgegangenen zeigen mir die Tiere. Oder wenn die hinterbliebenen Tiere haben, dann zeigen sie mir das. Ja, sehr schön. Ich guck mal, wer da alles so geschrieben hat. Die Froni, liebe Cynthia, ich wünsche dir schöne Feiertage. Das wünsche ich dir auch. Die Doreen, hallo, liebe Grüße. Ja, ich wünsche euch. Hallo, liebe Cynthia, endlich treffe ich dich mal live. Schön, Ines, dass du es geschafft hast. Ich freue mich. So viel schöne neue Gesichter. Ich glaube, die Anni Perfanova Butskaya, ich sag's bestimmt falsch. Entschuldige bitte, liebe Anni. Ich grüße dich. Ich weiß gar nicht, sehe ich dich zum ersten Mal hier? Oh Gott, bitte sei nicht böse. Aber ich verliere da manchmal den Überblick. Ich freue mich über jeden, der da ist. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch ganz, ganz, eine ganz wunderbare Stunde, ja. Darf ich meine Fragen hier auch fragen? Liebe Nicole, dafür habe ich einen Livestream, der nennt sich Jenseitsfragen. Den werde ich demnächst auch wieder einmal ja, schalten. Und da darf man mir eine Stunde lang Fragen stellen rund um die geistige Welt, um die Themen der geistigen Welt, um Geistführer und. Und das kommt demnächst nochmal. Also immer hier schön gucken auf meinem Kanal. Da mache ich das immer frühzeitig genug. Ja, ich bin Bulgarier, schreibt da jemand. Ach, wie schön, wunderbar. Hallo, liebe Carmen. Ich grüße dich. Wir hatten ja auch so einen unglaublich tollen Jenseitskontakt, der uns beide mit Sicherheit wegen dem Zwischenfall, du weißt, was ich meine, in Erinnerung bleiben wird. Ach, liebe Stefanie. Grüße aus der Eifel. Die liebe Stefanie war gerade vor ein paar Tagen bei mir und hat auch so ein wunderbares Feedback geschrieben. Nochmal vielen Dank, liebe Stefanie, für dein wunderbares Feedback. Ich habe es freigeschaltet. Das hast du so schön geschrieben. Ich danke jedem Einzelnen, der mir ein Feedback sendet. Denn die Feedbacks sind ganz wichtig. Natürlich helft ihr mir, ganz klar. Feedbacks helfen mir natürlich in meiner Arbeit, ganz klar. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen diese Feedbacks so gerne lesen und mir dann schreiben, hey Cynthia, danke, das hat mir Mut gemacht, das gibt mir Trost. Und immer wenn es mir schlecht geht, gehe ich in deinen Feedbacks lesen und sehe, wie viele Menschen von ihren Erlebnissen berichten und dann habe ich wieder Mut, dann habe ich wieder Hoffnung, dass es ein Leben danach gibt. Das finde ich ganz mega. Also eure Feedbacks sind viel mehr als einfach nur Zeilen. Es sind Trost, Tröster, es sind Hoffnungsgeber, es sind Mutmacher. Es ist so viel mehr als nur ein geschriebenes Wort. Und dafür danke ich euch sehr. Danke ich jedem Einzelnen, der ein Feedback schreibt. Ja, sehr schön. Sogar aus Kiel. Ah, liebe Grüße aus Kiel. Das ist nochmal. Hallo Rita. Rita Kleinbauer, ich grüße dich. Hallo, guten Abend, liebe Rita. Die Rita ist auch so eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Frau. Die Carmen schreibt, ich kann das alles nur bestätigen und bin immer noch hin und weg von dem JK bei dir. Das freut mich. Sehr schön. Ein Kevin ist da. Hallo, guten Abend, lieber Kevin. Sehr schön. Ah, jetzt sehe ich die Sterne von der Claudia Stadler, von der Romy. Vielen, 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 vielen Dank für eure Unterstützung. Denn ja, diese Zeit, die ich euch zur Verfügung stelle, mache ich ja kostenlos. Aber ich mache es auch gerne. Und wenn ihr mir dann noch das honoriert, ja, was will ich denn mehr? Was will ich denn mehr? Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Oh, die Annika schreibt gerade. Warte, liebe Annika, ich lese es gleich vor. Jetzt habe ich mich an meiner eigenen Spucke verschluckt. Und das ist live. Das ist live.
Also, was schreibt die Annika? Bei dir ist es viel besser als bei einer Therapiestunde. Dankeschön. Ich sag ja, ich bin viel mehr als nur ein Medium. Ich finde auch, das ist ganz wichtig, dass Menschen, die so medial arbeiten als Medium, wie ich auch einen psychologischen Hintergrund haben, und das habe ich, dass sie psychologisch geschult sind, und das habe ich. Und das ist ganz wichtig, weil ihr müsst ja verstehen, wenn Menschen zu mir kommen, kommen sie in den unterschiedlichsten Gemütsverfassungen. Das geht einher von so einer unglaublich tiefen Trauer mit wirklich Selbstmordgedanken bis hin zu, ja, nicht mehr am Leben teilnehmen zu können, bis zu einem solchen Schmerz. Und da muss man sich auskennen. Natürlich, gerade wenn so Sachen wie Selbstmordgedanken aufkommen, verweise ich natürlich immer an Spezialisten auch. Dafür sind auch geschulte Psychologen da. Es gibt dafür ja extra Therapeuten auch. Und da ist es auch immer wichtig, ich sage jedem, dem es nicht gut geht, jeder, der Schwierigkeiten hat im seelischen Bereich, nehmt euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Ganz wichtig, denn wir müssen da nicht alleine durch. Und in Amerika, die Celebrities, die haben das schon lange gecheckt, die haben 5 an einer Hand, dass das wichtig ist. Ich kann es ja wieder als Frau zum Beispiel nur sagen, wir Frauen, wir gucken danach, dass unsere Haare schön sind. Gut, okay, ich habe im Moment schon wieder viele grau. Ich sage immer, mein Heiligenschein kommt schon wieder durch hier, weil ich habe immer nur hier oben, hier, so rum kriege ich immer nur graue Haare. Muss ich jetzt wieder färben, wie man sieht hier, ja. Wir achten auf die Haare. Wir machen Make-up ins Gesicht, wir machen die Nägel schön. Was machen wir für unsere Seele? Meistens nicht viel. Und dabei ist es doch so wichtig. Es hilft uns doch dabei, dass es uns gut geht. Wobei, man muss auch wieder sagen, wenn wir so von Seele sprechen, viele sagen zum Beispiel, wenn jetzt jemand depressiv war und der geht ins geistige Reich, ist er dann auch noch depressiv dort? Nein, weil die Seele keinen Schaden nimmt. Das ist unser Emotionalkörper, der Schaden nimmt. Wir sind ja, haben ja mehrere Körperschichten. Den Astralkörper, den Materiekörper, den Emotionalkörper etc. pp. Und im Emotionalkörper, dort speichern sich diese Dinge. Dort speichern sich Belastungen, Störungen, belastende Ereignisse, traumatische Ereignisse. Und da gibt es so ein altes Sprichwort, das sagt, das bleibt einem nicht einfach nur so in den Kleider hängen. Es bleibt einem ja in den Kleider hängen, ne? Es ist einfach so. Und so bleibt einem auch das im Emotionalkörper hängen. Aber wir sprechen halt hier dann von die Seele ist krank. Und der Emotionalkörper ist ja auch eng mit uns verbunden. Das ist ja auch wichtig. Den brauchen wir ja auch. Und dort bleiben diese Dinge halt dann einfach haften. Und dann muss man daran arbeiten. Die Seele nimmt keinen Schaden. Also jeder, der sich Gedanken macht, wenn jemand zum Beispiel sehr depressiv war, sich dann leider Gottes das Leben genommen hat oder dement war oder sonst irgendwas, das alles ist gesund. Die Seele nimmt keinen Schaden. In der geistigen Welt gibt es das nicht. Dort ist alles in Ordnung, in allerbester Ordnung. Mich hat heute eine Nachricht erreicht, die fand ich auch ganz interessant. Und ich möchte sie hier auch mal noch mal ein bisschen aufgreifen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine wichtige Information oder eine interessante Tatsache einfach. Jemand fragte mich heute, Cynthia, wie ist denn das? Treffen die Vorausgegangenen auf Gott und auf Jesus? Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass manche wirklich ja in einer Gestalt auch vielleicht Jesus oder den lieben Gott sehen. Aber der Großteil, was mir die Geistigen oder die Vorausgegangenen erzählt haben, ist, dass sie gespürt haben, dass diese Göttlichkeit da ist. Etwas Göttliches. Wenn man jetzt an Gott glaubt, dann was Göttliches, vielleicht an eine Urquelle, dann die Urquelle, dass da ein Gefühl von einer so unglaublichen Liebe und Geborgenheit da war, was man so auf Erden noch nie empfunden hat. Viele sprechen also nicht davon, dass sie jetzt Jesus in der Gestalt gesehen haben oder den lieben Gott. Ich habe mir immer vorgestellt, schon von Kindesbeinen an, der liebe Gott hat einen langen Bart, ist ein alter Mann. Das ist so meine Vorstellung. Ja? Aber eigentlich ist es die Energie, die da ist. Und wir sind ja alles Energiewesen. Auch wir verlieren ja unsere Körperlichkeit in der geistigen Welt. Das
brauchen wir nicht. Wir sind dort reine Energiewesen. Und viele Vorausgegangene berichten mir, dass sie auf einmal ein Allumfasstsein, eine Liebe gespürt haben, eine Göttlichkeit, ich kann es nicht anders ausdrücken, die unglaublich war. Und es ist auch so schwierig zu erklären, das in irdische Worte zu kleiden. Und das habe ich auch der Dame gesagt, weil es nichts gibt, was diese Geborgenheit, dieses Aufgefangensein, dieses All-Eins-Sein mit allem in irgendeiner Art und Weise beschreiben könnte. Es gibt nichts, was irdische Worte, ja, wie soll ich das sagen, die Macht hätten oder die Kraft hätten, das so auszudrücken, wie es ist. Es gibt dafür keine Beschreibung, als einfach nur, ich fühle mich vollkommen ganz angenommen in meinem Sein, in meinem Wesen, wie ich bin, geliebt, geschätzt, geehrt, von Wärme umgeben. Es gibt fast, es ist so schwer zu beschreiben. Und viele beschreiben das als das Göttliche. Eine Liebe, ein Glück, das empfunden worden ist, das es auf Erden nicht gibt. Dass es auf Erden einfach nicht gibt. Solch ein unglaubliches Gefühl. Das ist einfach wunderschön. Und das ist so ein bisschen schade, dass ich nicht die Möglichkeit habe, euch diese Gefühle zu übertragen, dass ihr dasselbe fühlen könnt wie ich, wenn ich in Kontakte gehe. Ich kann es nur beschreiben und das ist so mega schwer. Das ist so mega schwer, diese Energie, dieses Dasein des Göttlichen zu beschreiben. Das ist fast nicht möglich und ich versuche es immer so gut wie ich kann in meinen Kontakten rüberzugeben, weil es gibt nichts, was im Irdischen das kleiden könnte. Es gibt es nicht. Jeder begegnet Gott oder Jesus auf seine Art und Weise. Da gibt es wahrscheinlich auch keine Pauschalität. Ja? Vielleicht erscheint mir der liebe Gott und ist so lieb und erscheint mir als alter weißer Mann mit schönem weißem Bart und weißem Wallhaar. Vielleicht macht er mir die Freude. Ja? Aber viele sprechen einfach von, das Göttliche ist da. Das ist um dich herum. Das fließt durch dich hindurch. Das ist allomnipräsent. Und das ist ein Gefühl wie, ach Gott, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, der erste Sex, der erste Freund, der erste Kuss. Alles zusammen. Es ist eine unglaubliche Liebe, die dort gespürt wird. Und das ist auch oftmals, wo so Menschen sprechen, wenn sie von Nahtoderlebnissen sprechen, dass sie da nicht mehr weg wollen. Weil sie dort eine Empfindung haben, die so glaubenswesensverändernd ist, dass es manchmal auch schwierig ist, auf der Erde wieder zurechtzukommen. In einer Welt, die viel von Ellenbogen geprägt ist oder von Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind, wenn du dann mal dieses unglaubliche Glücksgefühl, diese Liebe, diese unbändige Kraft und Macht der Liebe gespürt hast, da wieder zurückzukommen. Es gibt viele, die davon berichtet haben, dass sie hier nicht mehr zurechtkommen, dass es schwierig ist, sich wieder hierher einzugewöhnen, dass sie todtraurig sind, dass sie wieder hier sind, dass sie das gar nicht wollten. Ich kriege so viele Herzen geschenkt. Ich danke euch. Danke für die schönen Herzen. Danke. Wir sind immer noch 90 Leute. Wahnsinn. Also, das ist wirklich in Worte fast nicht zu fassen. Das muss man erfahren. Ich darf in den Kontakten immer diese Liebe spüren. Und das ist toll und das ist schön und das gibt mir auch ganz viel Kraft. Ja. Und ich möchte euch aber auch sagen, auch ihr könnt die Liebe eurer lieben Vorausgegangenen spüren. Und zwar mit euren Herzen, mit eurer Herzenergie. Die Herzen, unsere Herzen sind so wichtig, sie sind teilweise noch wichtiger als unser Gehirn. Und wissenschaftlich sogar belegt, hat das Herz eine größere Magnetkraft, also sendet mehr Impulse aus als das Gehirn. Das Herz ist so wichtig. Es ist so wichtig, im Herzen verbunden zu sein miteinander. Wir sind alle eins. Ja, auch mit dem A-Loch, das uns begegnet. Wir sind eins. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Manche sind brüderlicher, manche weniger, manche sind schwesterlicher, manche weniger. Und man muss auch nicht mit Menschen sich ja gut tun,
oder auf schön machen, wenn einem nicht danach ist. Manche Menschen passen zusammen, wie wir jetzt hier, sehr schön, und manche passen halt nicht zusammen. Ja, das ist ganz normal und menschlich und das darf es auch sein, aber ich möchte euch nicht nur zeigen, dass die Liebsten da sind, sondern ich möchte euch Kraft geben. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch zeigen, dass ihr so unendlich geliebt werdet aus der geistigen Welt heraus. Dass die alle in der geistigen Welt so mega stolz auf euch sind, dass ihr hier diese irdischen Wege geht. Dass ihr euch eure Aufgaben vorgenommen habt. Dass ihr diese Aufgaben durchlauft, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie kräftezehrend sind, wenn sie einem an die Substanz gehen, wenn man fix und foxy auf dem Boden liegt und feststellt, dass es auf dem Boden noch weiter runter geht, dass unter dem Boden noch ein Geschoss ist. Sowas gibt es. Und sie sind so stolz auf euch, dass ihr nicht aufgebt, dass ihr weitermacht, dass ihr euren Weg geht, dass ihr mutig seid, dass ihr vorangeht. Wenn ihr nur wüsstet und spüren könntet, wie geliebt ihr seid. Jeder einzelne von euch ist wichtig. Jeder einzelne von euch ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich muss mal gucken, warum meine Kamera gerade hier... Ich habe irgendwie keinen Strom. Warum habe ich keinen Strom? Wartet mal, ich muss nur aufpassen, nicht, dass gleich... ihr weg seid. So, wartet, ich muss mal kurz gucken, ob mein Stecker da richtig drin ist. Weil nicht, dass wir einfach abbrechen. Das wäre ja sehr, sehr schade. Ich muss jetzt euch mal kurz abstöpseln. Also nicht entschuldigt, wenn es jetzt ein bisschen wackelt. So. Und das, wo ich mittendrin in dieser schönen Erzählung war, aber irgendwie habe ich keinen Strom. Naja, ich hoffe, es hält. Ich hoffe, es hält. Ich hoffe, es hält. Ich habe noch 50%. Also, ich hoffe, es hält. Irgendwie kriege ich keinen Strom, warum auch immer. Ich versuche es noch einmal, ihr Lieben. Ich versuche es noch einmal. Irgendwie will mein Handy keinen Strom mit dem Kabel. Ist mein Kabel wahrscheinlich kaputt. So, jetzt habe ich Strom. Yeah, jetzt habe ich Strom. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist mir ganz wichtig. Ja, das ist halt live. Das kann halt live passieren. Also, ihr Lieben, es ist so wichtig, dass ihr, ja, wisst, wie sehr ihr geliebt werdet und wie viel Kraft ihr von den Liebsten aus der geistigen Welt bekommt, nicht nur von euren lieben Vorausgegangenen, sondern auch von euren Geisthelfern, Geistführern. Wenn ich immer die Botschaften empfangen darf für die Schützlinge, also wenn bei mir jemand ein Geistführerporträt bucht, kriegt man ja auch immer noch eine Botschaft, eine persönliche Botschaft dazu. Boah, da habe ich als Tränen in den Augen, weil ich denke, wow, unglaublich, wie viel Kraft in dieser Botschaft steckt, in dieser Nachricht steckt. Und viele schreiben auch, dass sie ganz ergriffen waren, erstens mal ihre Geistführerin oder Geistführer zu sehen. Das löst oftmals ein unglaubliches Gefühl aus. Viele schreiben mir, dass sie weinen. Und auch diese Nachricht, dass sie Tränen haben, dass sie geweint haben, weil es genau passt. Ja? Dass die geistige Welt will euch sagen, hey, wir sind da, wir sind bei euch. Danke, dass du schreibst, liebe Ines, ich bin so ein toller Mensch. Danke. Danke, das kann ich sein, weil ihr so toll seid. Weil ihr mir eure Energie gerade sendet. Und ich hoffe, dass meine Energie auch bei euch ankommt. Ich hoffe, dass meine Energie euch vielleicht ein bisschen hilft für alle, die mutlos sind, energielos sind. Und es ist mir nochmal ganz wichtig, dass ihr euch Hilfe holt, wenn ihr Hilfe braucht. Die geistige Welt möchte, dass wir glücklich sind. Liebe Mo, ich grüße dich ganz herzlich. Die geistige Welt möchte, dass wir glücklich sind, dass wir Freude haben, weil sie wissen ja, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Und sie legen jeden ans Herzen, hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Heute habe ich auch in einem Kontakt so eine wunderbare Nachricht gekriegt, eine Botschaft. Schiebt nichts auf. Schiebt nichts auf später auf. Macht es jetzt. Macht das, was euer Herz jetzt möchte. Tut euch Gutes. Macht die lange Reise. Ja, macht die lange Reise, die ihr schon immer machen wollt. Wenn es geht, wenn Corinna irgendwann mal rum ist, was ich hoffe, weil es geht mir langsam. Es steht mir hier mit Corinna. Hier? Nein, eigentlich schon hier. Hier steht es mir mit Corinna. Hier. Hier. Ja, aber ich denke, da gibt es einigen genauso. Aber da möchte ich gar nicht in diese Energie jetzt rein. Ja, also tut die Dinge, die euch Freude machen. Nehmt das gute Geschirr und stellt es euch auf den Tisch. Sagt euren Lieben jeden Tag, wie lieb ihr sie habt, denn ihr wisst nicht, kommt ihr am Abend wieder nach Hause. Zieht die guten Klamotten an, auch werktags,
Nicht nur sonntags. Macht die Reise, die ihr schon lange machen wollt. Macht den Stepptanzkurs, den ihr machen wolltet. Lernt Mandolin. Macht alles, was euch Spaß macht. Nichts aufschieben. Ich fand das heute eine so unglaublich tolle Nachricht. Eine Botschaft. Schiebt nichts auf. Macht es jetzt. Nicht immer erst später. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Sondern macht es sofort. Macht es sofort. Die geistige Welt ist immer an eurer Seite. Ihr geht nicht den Weg alleine. Auch wenn ihr euch vielleicht manchmal alleine fühlt, ihr seid es nicht. Wenn ihr wüsstet, wie viel lieben Seelen, Geistführer, Geisthelfer, Geistwesen, Engel um euch herum sind, die euch unterstützen, die euch begleiten, die euch leiten. Ihr würdet euch keine Sorgen mehr machen. Ihr würdet dieses Leben leben mit all seinen Anforderungen und Herausforderungen. Denn das Leben ist Herausforderung. Es ist Herausforderung. Natürlich ist es Herausforderung. Aber glaubt mir, euer Seele wächst dadurch unglaublich. Ihr werdet dadurch unglaublich viel lernen. Da schreibt die Stefanie, oh ja, oh ja, man ist tierisch aufgeregt. Ja, sehr schön. Natürlich seid ihr aufgeregt. Hallo, liebe Heike. Oh, danke, Melanie, für die 50 Sterne. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen. Liebe Cynthia, kommt es vor, dass Verstorbene sich gegen die Rückschau wehren, die nach vorne in den Himmlischen schauen wollen? Nee, die Rückschau durchläuft jeder. Das ist eine gute Frage auch für den Livestream Jenseitsfragen. Die Rückschau durchläuft jeder. Das ist ganz wichtig, weil das brauchen wir ja. Wir müssen ja aufarbeiten, was wir in der Inkarnation gelernt haben und ob es uns zuträglich war, ob es uns geholfen hat zu wachsen, ob wir damit, ja, ob wir vielleicht noch irgendwo nachfassen müssen und es in einer anderen Inkarnation weitermachen, ja? Oh, die Mo schreibt, dir zuzuhören ist so erfrischend, dass man für den Moment vergisst, dass es um Trauer und Verlust geht. Schön, dass du eine Botschafterin des Himmels sein darfst. Ja, das bin ich. Mo, ich bin so froh und dankbar und voller Demut, dass ich das machen darf, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, den Menschen eigentlich ihr Geburtsrecht wieder näher zu bringen, nämlich die Kommunikation mit der geistigen Welt, der Verbund wieder mehr zusammenzubringen, nämlich die mit der geistigen Welt. Dass wir nicht getrennt sind in verschiedenen Welten, sondern dass wir zusammen sind und eins sind. Und das macht mich, erfüllt mich mit Stolz. Das erfüllt mich mit Stolz und Ehrfurcht, dass ich das machen darf. Das erfüllt mich mit Stolz und Ehrfurcht. Und ich bin demütig und ich nehme immer alles in Liebe an. Ich bin auch jemand, der vielleicht ein bisschen anders arbeitet als andere Medien. Ich gehe nach keinem Standard. Die geistige Welt denkt nicht in Standards oder in Schulformen oder oder drückt sich irgendwie ja, Formen aus, dass man sagt, so muss das gemacht werden, so muss das gemacht werden, so und nur so. Und nur so ist es richtig. Das ist nicht die geistige Welt. Die geistige Welt ist frisch und frei und ungezwungen und voller Liebe und Respekt allem gegenüber, jeder Ansicht, jeder Meinung, ja. Das ist die geistige Welt. Die sagt nicht, du musst das so und so machen, dann ist das richtig. Sondern sie sagt, tue es. Das möchte ich auch jedem ans Herz legen, der sich medial weiterbildet. Nicht immer nur Wissen aneignen, aneignen, aneignen und da die Schule noch besuchen und den Kurs noch so machen. Wichtig, ins Tun gehen. Das ist so, wie wenn du für die theoretische Prüfung lernst, für den Führerschein. Natürlich musst du das wissen, klar. Aber du musst auch mal anfangen zu fahren, sonst wirst du kein Auto fahren lernen, wenn du nur Theorie machst, wenn du weißt, wie die Vorfahrtsregeln sind, wenn du weißt, wo du Stopp halt und weiterfahren darfst. Du musst dich reinsetzen ins Auto und fahren. Also fangt auch an. Fangt an, mit der Medialität zu arbeiten. Ich habe ganz viele Menschen in meinen medialen Coachings, die so viel Wissen haben, aber es irgendwie nicht anwenden. Das ist ganz wichtig, dass man das anwendet. Man muss es machen, man muss es tun. Erst dann wirst du gut darin. Erst dann wirst du gut darin, ja, das ist ganz normal. Man muss tun. Tun ist ganz wichtig. Das möchte ich jedem medialen Menschen an das Herz legen. Harry freut sich bestimmt riesig, mal bei dir persönlich zu sein, wenn wir den jetzt haben. Ja, liebe Marie, ich sende dir auch mein aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl. Ich glaube, du hast gestern deinen Mann zur letzten Ruhe getragen. Fühl dich ganz lieb umarmt. Und du weißt durch unsere Jenseitskontakte, die wir hatten, dass er nicht weg ist. Dass er immer noch bei uns und also bei dir und mit dir ist. Dass er nicht weg ist. Ja, das weißt du, liebe Marion. Ja? Marie, Entschuldigung. Das weißt du, ja? Hoffe ich mal. Das ist das, was ich mit meiner Arbeit erreichen will. Zu zeigen, dass sie da sind und sie wollen, dass wir glücklich sind.
Sie wissen ja, dass wir uns wiedersehen und sie kommen zu uns und sie sehen uns und sie wollen, dass wir glücklich sind, dass wir ein schönes Leben haben, dass wir ein freudiges Leben haben, dass wir unseren Weg mit Freude und Spaß gehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Danke, ihr Lieben. Ich habe gesehen, die Heike 50 Sterne. Danke, die Kesha 50 Sterne. Ich danke von Herzen, denn das ist eine Wertschätzung meiner Arbeit. Damit zeigt ihr mir, dass ihr diese Arbeit wertschätzt. Und ihr seid Menschen auch, die geben. Und es gibt ja ein altes Sprichwort. Geben ist seliger denn nehmen, aber das sollte immer im Ausgleich sein. Und das ist wichtig. Das ist schön. Gebt und ihr werdet bekommen. Gebt Liebe nach außen und ihr werdet Liebe bekommen. Gebt vielleicht mal dem Bettler an der Straßenecke 5 €. Ob er sie jetzt in Alk investiert oder was zu essen, sei dahingestellt. Ihr werdet es auf eine andere Weise wieder zurückbekommen. Gebt einfach, seid liebevoll mit den Herzen, ja. Aber setzt auch natürlich gesunde Grenzen, das dürft ihr immer. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr mit Liebe hinausgeht und Liebe ins Feld gebt, dann kommt auch das zurück. Macht mal einfach den Test. Geht einfach mal durch die Welt oder durch die Straße. Ja, gut, jetzt im Moment mit dem komischen Gesichtspullover da sieht man das ja nicht so wirklich. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder ohne Gesichtspullover rumrennen dürfen, wie normale Menschen eben, ja, und nicht wie Zombies. Macht das mal, wenn ihr die Gelegenheit habt und geht mal miesepetrig durch die Straßen und macht ein böses, grimmiges Gesicht. Ihr werdet merken, ihr werdet nur grimmige Gesichter zurückkriegen. Gebe ich euch Brief und Siegel. Die Menschen werden euch böse angucken. Und dann geht ihr mal hin und dann lacht ihr mal. Dann lacht ihr einfach mal und geht lächelnd und schenkt ein Lächeln. Vielleicht denkt der eine oder andere, okay, die hat sie nicht mehr alle. Die lächeln, da grinst die Biel ums vor sich hin. Aber ich sage euch, die meisten werden euch ein Lächeln zurückschenken. Also das, was ihr aussendet, kommt auch wieder zu euch zurück. Ganz einfaches Gesetz. Ganz einfaches Gesetz. Ihr habt so schöne Fragen. Stellt sie einfach bei den Jenseitsfragen. Stellt sie bei den Jenseitsfragen. Und jetzt bin ich schon wieder ganz weit ab vom Thema gekommen. Eigentlich war ich ja dabei, diese Frage, die mir diese Dame heute gestellt hat, mit dem Göttlichen. Aber ich bin schon wieder, das ist das Leben eben. Man treibt, man lässt sich treiben. Und das ist auch wichtig. Und so lasse ich mich auch treiben in den Jenseitskontakten. Es gibt ja auch viele, die lassen, ja, die machen so einen Fragekatalog. Ich mache keinen Fragekatalog. Weil ich finde es einfach, wenn ich mich mit einem lieben Menschen treffe, den ich toll finde oder den ich liebe, sei es jetzt zum Beispiel, dass ich mich mit meinem Vater treffe, der jetzt im geistigen Reich ja schon ist, wenn ich mich früher getroffen habe, dann habe ich auch nicht zu meinem Vater gesagt, sag mir das und das sagst du mir noch und das möchte ich noch wissen und hier das möchte ich noch wissen und das noch, sondern ich lasse ihn erzählen. Ich habe ihn erzählen lassen und so mache ich das auch in meinen Kontakten. Ich mache das in meinen Kontakten, ich lasse die frei reden. Was sie mir sagen wollen, das sagen sie mir und was sie mir nicht sagen wollen, sagen sie mir nicht. Es gibt immer genügend Beweise in einem Jenseitskontakt, dass es sich um den lieben Vorausgegangenen handelt. Es muss natürlich mehr sein wie, er liebt dich, er hat dich gerne und er vermisst dich, wobei die Vorausgegangenen einen nicht vermissen, weil sie können ja zu uns kommen, sie können uns ja sehen, sie können ja mit uns sein und bei uns sein. Ich danke euch für die Sterne, vielen Dank. Sie sind ja da, sie sind ja mit uns. Aber ich lasse frei erzählen. So wie ich jemanden, den ich mag, den ich schätze, den ich respektiere, frei erzählen lasse. Und vielleicht kommt man vielleicht mit einer Erwartung in einen Kontakt und man kriegt was ganz anderes gesagt, als man erwartet hat. Kann auch ganz interessant sein. Am besten offen sein, immer ohne Erwartungen. Weil im Endeffekt sitzt ihr nicht mich unter Druck, sondern den vorausgegangen, weil der muss das bringen. Ich kann nur übersetzen, was er mir bringt. Ja? Mehr kann ich nicht tun. Und oftmals hat man vielleicht denkt, ach, das muss gesagt werden. Und dann kommen so viele unglaubliche andere Dinge, die man schon ganz lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt hat und die man schon lange vergessen hat. Und es ist ein Erinnern, ein Blättern in einem Erinnerungsbuch. Also immer, wenn ihr zu einem Medium geht, seid offen. Nehmt das an, was die geistige Welt euch gibt. Es sollten immer natürlich Beweise gebracht werden, dass er ihn erkennt. Habe ich ja jetzt gerade gesagt. Und da werden bei einem guten Medium immer genügend Beweise erbracht. Ja, mein Hund war da, schreibt die Carmen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zeitverzögert. Ich muss die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Wow, 1049 Sterne, ihr seid mega. 86 Leute haben wir noch. Das am Donnerstag, am grünen Donnerstag, wo morgen Ostern ansteht, wo jeder bestimmt auch noch genug zu tun hat, seid ihr so zahlreich da.
Ich habe ein Glück mit meinen lieben Communities hier, mit meiner lieben Community hier. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich möchte mich mal nochmal, man kann gar nicht oft genug Danke sagen. Danke. Auch danke an alle, die so wunderbar bei mir jenseits Kontakte buchen, Geisthörer buchen, Kartenlegungen buchen, mediale Coachings buchen. Danke, 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 danke an euch. Es ist unglaublich. Ohne euch könnte ich diese Arbeit gar nicht machen. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Dann müsste ich vielleicht in meinem Beruf arbeiten als Einzelhandelskauffrau und Flaschen ins Regal reinräumen oder Brot einsortieren oder sonst etwas, ja. Dank euch kann ich diese wunderbare Arbeit machen. Und das freut mich. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe den Kontakt mit den Menschen. Ich liebe den Kontakt mit der geistigen Welt. Ich liebe es, diese Botschaften weiterzugeben. Ich liebe es, euch zu zeigen, dass die Liebsten da sind, dass ich euch Mut machen kann, euch Trost spenden kann, euch Hoffnung geben kann. Und wie die Mo sagt, ich möchte Leichtigkeit in dieses Thema bringen. Ich möchte keine Schwere in diesem Thema haben, sondern ich möchte ja euch zeigen, dass die geistige Welt ein lichtvoller Ort der Freude, die sind manchmal so lustig drauf, die erzählen manchmal so lustige Dinge, der Freude, der Liebe, des Lebens ist. Ich kann auch nicht von Tod sprechen, weil das hat nichts mit dem Tod zu tun. Das ist mir, das, ich mag das gar nicht sagen, Tod, verstorben, weil es nicht so ist, weil es nicht so ist. Sie sind lebendig, sie sind lebendiger als mancher Zombie, der da draußen rumläuft. Freudig, fröhlich, voller Liebe, voller Zuversicht, voller Zuneigung, voller Akzeptanz. Sie sind einfach wunderbar. Und sie möchten das sagen, hey, seid glücklich, wir sehen uns wieder. Wir werden uns wiedersehen. Es ist kein Abschied für immer, sondern wir sehen uns. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich achte auf dich, ich beschütze dich, ich bin um dich herum. Seid ihr gewiss meiner Liebe? Seid ihr meiner Liebe gewiss? Seid ihr dieser Liebe gewiss? Ich bin nicht weg. Ich habe nicht die Tür hinter mir zugemacht. Und das versuche ich mit meiner Arbeit tagtäglich den Menschen zu zeigen. Das versuche ich in diesen Jenseits-Kontaktsitzungen hinüberzubringen, in den Livestreams, in den Jenseitsfragen, in den medialen Abenden, in den medialen Kursen. Das versuche ich. Das versuche ich. Das Leben, so sagen die Vorausgegangenen, ist wunderschön, weil schaut euch doch mal draußen um. Wie wunderschön ist es da draußen? Wie wunderschön ist unsere Welt? Jeder, der mal am Meer stand und das Meer gesehen hat, weiß das. Jeder, der einen Sonnenuntergang und Aufgang beobachtet hat, weiß, wie schön die Welt ist. Jeder, der an einem Frühlingstag, wenn die Bäume anfangen zu blühen, durch die Natur geht, weiß, wie schön es ist. Wie schön die Natur ist, wie schön die Tiere sind, wie schön die Menschen auch sind, die da mit dabei sind. Wie schön es ist, dass es Menschen gibt, die mit denen wir liebevoll zusammen sein können, die uns unterstützen, die uns halten hier auf Erden auch, mit denen wir Freude haben, mit denen wir lachen, mit denen wir weinen können. Das Leben ist so mannigfaltig. Das Leben ist so wunderschön. Das Leben ist absolut lebenswert. Das Leben ist kostbar. Jedes einzelne Leben ist so kostbar. Schützt, respektiert alles, was beseelt ist. Es ist wichtig. Es ist so wichtig. Alles, was lebendig ist, beseelt ist, zu achten, zu schützen, zu respektieren. Und ihr wisst, ihr kennt mich, bevor wir jetzt diese kleine Meditation machen. Ich bin eine absolute Tierschützerin. Achtet gut auf Tiere, habt Respekt vor Tieren, schützt sie, beschützt sie, tut den Tieren Gutes, helft Menschen, Tiere und Natur, wo ihr könnt. Jeder kann im Kleinen etwas tun. Jeder. Jeder kann zum Beispiel, wenn er Eier essen möchte, seine Eier auch bei dem Hof kaufen, der die Hühner frei laufen lässt. Die kosten vielleicht 20, 30 Cent mehr. Aber dafür hat das Tier ein artgerechtes Leben und muss nicht in einem dunklen Stall eingepfercht auf einer Größe eines DIN A4-Blattes mit tausenden anderen in seinem eigenen Kot, seinem eigenen Urin stehen, nur dass man ein Ei kaufen kann, das 10 Cent kostet oder 5 Cent. Denkt auch immer daran, dass ihr die Energie mit Lebensmitteln aufnehmt. Das heißt,
Wenn, ich bin ja Vegetarier seit 31 Jahren und ich, wenn ich es erlauben, wenn ich Bundeskanzlerin werde, ich würde Fleisch verbieten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte keinem mir seinen Fleischgenuss absprechen. Jeder muss das selbst für sich entscheiden. Ich würde es verbieten, wenn ich es könnte. Aber wenn ihr Fleisch esst, achtet darauf, dass es aus einer artgerechten Haltung kommt. Denn ihr esst dieses Fleisch und ihr nehmt, und das glaubt mir, Energie auf damit. Nehmt die gespeicherte Energie auf. Ihr nehmt den Stress, den das Tier hat, mit auf. Die Angst, die das Tier hat oder gehabt hat, weil es aus der Massentierzucht kommt. Dass es kein schönes Leben hatte. Das nehmt ihr mit der Nahrung auf. Das muss jedem bewusst sein. Was du bist, was du isst. Das ist jetzt ein Song von Rammstein. Du bist, was du isst. Aber es ist wichtig, dass ihr euch gute Nahrung zuführt. Am besten gute ökologische Nahrung, die nicht viel behandelt ist, mit Pestiziden behandelt ist, mit Düngern verunreinigt ist oder mit irgendwelchen anderen Giftstoffen. Genauso wie beim Fleisch. Ihr nehmt das auf, ihr nehmt diese Energie auf. Das muss jedem bewusst sein. Ihr nehmt diese Energie auf, ihr führt sie euch zu und wir sind alles Energiewesen. Alles ist aus Energie. Alles ist aus Energie, weil Atome schwingen. Und alles in unserer Welt ist mit Atomen und Neutronen und Protonen zusammengesetzt. Alles schwingt. Also denkt immer daran, kauft Nahrung, die hochwertig ist. Dann isst man halt vielleicht mal nur einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch anstatt fünfmal die Woche. Ist machbar. Hat man früher sogar so gemacht. Also, ihr merkt, ich bin einfach so eine alte Tierverfechterin. Hier schreibt jemand, schade, dass du so weit weg bist. Ja, ich gebe auch Kontakte per Telefon. Ja, gebe ich auch, gebe ich auch. Gebe ich auch. Also, immer wieder mal schauen, ja. Ich habe viele Buchungen, natürlich, aber es ist auch immer mal so, vielleicht springt jemand ab oder sonst was. Dann kann man auch schauen, ja. Also, das ist ganz wichtig. Einfach schreiben, schreiben, schreiben. Wenn kein Platz mehr frei ist, ist er nicht frei, aber irgendwann wird er ja vielleicht mal frei. Also, schreiben, 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 schreiben. Immer schreiben. Und die Liebe. Oh Gott, der Antonio Maroni. Ach, wie schön. Sehr schön. Ich bin immer noch fasziniert von meinem Geistführer, den du mir damals gezeichnet hast. Das freut mich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, gehen wir jetzt in die Meditation. Machen wir jetzt noch ein Bitten um ein Zeichen eines Vorausgegangenen. Ich finde es ganz toll. Wir sind immer noch 75 Leute. Toll. Freut mich. Freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. Ich würde sagen, dann beten wir oder bitten wir gemeinsam um ein Zeichen. Dafür möchte ich euch auffordern, setzt euch mal bequem hin, macht es euch schön gemütlich. Vielleicht habt ihr es euch ja auch schon schön gemütlich gemacht, ja? Macht euch schön gemütlich. Vielleicht schließt ihr die Augen. Vielleicht lasst ihr sie offen, ganz wie ihr möchtet. Macht das so, wie es euch am wohlsten ist. Und dann hört einfach mal auf meine Stimme. Hört einfach auf das, was ich euch mitteile, was ich euch sage. Ihr könnt die Gedanken auch nachsprechen, so wie ihr möchtet. Kommt erstmal zur Ruhe. Macht mal ein paar tiefe Atemzüge und atmet wieder aus. Einfach mal zur Ruhe kommen. Lasst einfach mal los, was euch heute so genervt hat, schlecht für euch war, euch nicht gut getan hat. Lasst mal den ganzen Alltagsstress einfach raus. Einfach mal rauslassen, schüttelt vielleicht auch mal die Arme ein bisschen aus. All das soll raus. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir möchten jetzt zur Ruhe kommen, in die innere Ruhe kommen. Und dann stellt euch vor, ihr fest verbunden seid mit Mutter Erde. Stellt euch vor, wie eure Füße fest verbunden sind mit Mutter Erde. Mutter Erde hält euch. Mutter Erde trägt euch. Achtet, schützt und respektiert Mutter Erde. Denn wir sind eins mit
Mutter Erde. Wir sind fest verwurzelt mit Mutter Erde und angeschlossen an Gott Vater. Wir sind verbunden mit all unseren Liebsten im Diesseits, aber auch im Jenseits. Das Band der Liebe ist immerwährend da. Wir sind immer in Liebe miteinander verbunden, im Diesseits wie im Jenseits. Ihr alle seid so wunderbare, hell leuchtende Seelen. Ihr werdet unendlich geliebt und wertgeschätzt. Die geistige Welt liebt euch so unendlich, weil sie euer Licht sehen. Weil sie euer wahres Wesen sehen. Weil sie eure Seele sehen. Schaut einmal genau in euch hinein. Schaut auf euer Seelenlicht. Seht ihr es? Es ist eure Verbindung in die geistige Heimat. Bei dem einen ist vielleicht dieses Seelenlicht nicht mehr ganz so hell. Bei anderen strahlt es in der schönsten Form, die man sich vorstellen kann, so hell und unglaublich stark. Es ist eure Anbindung an die geistige Welt und ihr könnt jederzeit euer Seelenlicht erhellen, indem ihr den Kontakt mit eurer Seele und der geistigen Welt wählt. Ihr seid nicht getrennt. Trennung ist eine Illusion. Ihr seid ständig immerwährend mit all euren Liebsten im Diesseits und im Jenseits verbunden. Euer Kronenchakra hilft euch dabei, in die geistige Welt zu kommunizieren. Stellt euch jetzt vor, wie euer Kronenchakra sich weit öffnet. Euer Kronenchakra ist der höchste Punkt an eurem Scheitel. Stellt euch vor, wie dieses Kronenchakra sich öffnet wie eine Lotusblüte und visualisiert einen hellen, lilanen Strahl, der euch verbindet im Kosmos mit Gott Vater. Dabei seid ihr immer in Sicherheit, fest verwurzelt mit Mutter Erde. Ihr seid das Bindeglied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Öffnet euch für dieses unglaubliche Licht, das euch gesendet wird aus der geistigen Welt. Spürt, wie dieses Licht in euch hineinströmt und sich in eurem ganzen Körper ausbreitet. Spürt, wie es all das Schlechte, das Negative, Trauer, Wut, Schmerz mit sich nimmt, durch euren Körper hindurch, durch eure Füße hin zur Mutter Erde. Übergebt all das, was euch nicht gut tut, Mutter Erde. Bittet sie darum, es zu transformieren in etwas Besseres.
Spürt dieses warme, weiche Licht, das nun schon euren ganzen Körper ausfüllt und alles, was euch nicht gut tut, mitnimmt, abgibt zu Mutter Erde, die etwas Besseres daraus macht. Stellt euch nun den lieben Menschen, von dem ihr ein Zeichen erbetet, auf das ihr hofft, stellt euch diesen Menschen einmal in diesem hellen, leuchtenden, lilanen Lichtstrahl vor, wie er zu euch kommt, in eure Gedanken hinabsinkt, in eure Herzen. Stellt euch das ganz genau vor. Fühlt es. Fühlt es mit eurem Herzen. Fühlt es mit eurer Seele. Spürt diese Verbindung zu diesem wunderbaren Menschen, zu dieser wunderbaren Person. Schaut einmal genau hin. Schaut euch diese Person, diesen Menschen einmal ganz genau an. Sieht er nicht freudig aus? Sieht er nicht völlig gesund aus? Sieht er nicht fröhlich aus? Vielleicht lächelt er euch zu, diese Person. Vielleicht lächelt sie euch zu. Es geht ihr gut. Sie möchte euch sagen, macht ihr keine Sorgen. Es geht mir gut. Ich bin da. Schaue, ich stehe im Licht Gottes. Ich stehe im Licht. Und auch du bist an dieses Licht angebunden. Auch du bist dieses Licht. Bittet jetzt euren liebsten Menschen, dass er euch ein Zeichen senden möge, das ihr wirklich auch erkennen könnt. Das kann ein Zeichen im Außen sein, ein Musikstück, das man hört, ein Artikel, der einem plötzlich vor Augen geführt wird, eine Körperempfindung, ein wohliger Schauer, ein Kribbeln, eine Berührung an Wange, Arm, Haar. Das kann eine Stimme sein, die man plötzlich vernimmt im Ohr. Es kann sein, dass sich ein Tier die nächsten Tage bei euch zeigt, ein Vögelchen, das zu euch geflogen kommt, ein Schmetterling, der sich auf eure Hand setzt. Nehmt all diese Zeichen an, bittet ganz lieb darum. Und dann sagt ihr, danke, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir zeigst, dass du bei mir bist, dass du hier bist. Und ich möchte mehr wieder vertrauen, meinem Gefühl vertrauen, dass es so ist. Ich möchte mehr wieder daran glauben, dass ich dich spüren kann, weil es so ist, weil du bei mir bist, weil du mich nicht verlassen hast. Bitte hilf mir dabei, das wieder mehr zu spüren. Schaut mal, was macht dieser Mensch? Er wird euch liebevoll ansehen und er wird euch dabei helfen, euch unterstützen, dass ihr diese Anbindung wieder mehr spürt. Denn ihr habt sie nie verloren. Sie ist immer da, die Anbindung an die geistige Welt, aber auch an Mutter Erde. Denn ihr seid das Bindeglied. Ihr seid angebunden und fest verwurzelt mit Mutter Erde und nach oben ausgerichtet zu Gott Vater. Und Gott Vater ist immer da. Er bringt euch Liebe, er bringt euch Heilung, er bringt euch Licht. Und vielleicht stellt ihr euch vor, wie auch euer körperlichen Gebrechen oder wie die körperlichen Schmerzen durch dieses Licht weggespült werden, hinausgespült werden, wie frische Energie in euch hineinkommt durch dieses unglaubliche göttliche Licht, das alles an Kummer, Trauer, Schmerz mitnimmt, nach unten abgibt zur Erde und Mutter Erde transformiert es in etwas Gutes. Schließt
Nun wieder imaginär euer Kronenchakra. Lasst wieder die Blätter zusammenkommen, die Blüte sich wieder schließen und kommt wieder an im Hier und Jetzt. Fühlt euch frisch, frei, befreit vielleicht von einigem, in freudiger Erwartung auf ein schönes Zeichen. Spürt, dass ihr immer verbunden seid, ihr könnt immer diese Verbindung suchen. Ihr könnt euch immer verbinden mit Mutter Erde und mit Gott Vater. Er ist da. Auch dieses Licht ist für euch, denn ihr kommt aus diesem Licht und ihr stammt aus diesem Licht und ihr kehrt auch wieder in dieses Licht zurück. Ihr Lieben, ihr dürft die Augen wieder öffnen, ihr dürft wieder im Hier und Jetzt ankommen. Und ich hoffe, dass euch diese kleine Meditationsreise, die ich extra für euch jetzt ad hoc in diesem Moment, die ist nicht vorbereitet gewesen, diese Worte gab mir die geistige Welt für euch. Ich habe es nicht abgelesen von einem Zettel, ich habe es nicht einstudiert. Ich lasse es immer frei fließen, denn die geistige Welt gibt mir das, was ich brauche für euch. Und ich hoffe, dass euch diese kleine Meditationsreise gefallen hat. Es gibt auch bei mir immer einen ganz tollen Meditationsabend, den man buchen kann, trifft deine lieben Vorausgegangenen. Die habe ich extra geschrieben, um noch ein bisschen tiefer in diese Trance zu kommen, um noch ein bisschen tiefer, weil ich habe ja auch eine Hypnoseausbildung, euch da noch ein bisschen weiter zu begleiten. Und ich sehe anhand der vielen Herzen, die ich gesendet bekomme, dass euch das gut getan hat, dass euch das gefallen hat. Und das freut mich. Das freut mich, dass es euch gut getan hat. Ich drücke jedem fest die Daumen, dass er ein Zeichen erhalten möge, dass ein Zeichen im Außen auf euch zukommt. Das hoffe ich ganz, 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 ganz doll. Das hoffe ich ganz doll. Und ich freue mich jetzt darauf, auch nachher eure Kommentare zu lesen, weil das läuft ja alles immer so schnell, dass ich gar nicht da hinterherkomme zu lesen. Und da freue ich mich immer nachhinein, da gucke ich mir immer an, was ich verbrochen habe. Das freut mich so wunderbar, wenn ich eure Kommentare lese, die vielen Herzen. Ich glaube, es hat euch gut gefallen, vielleicht hat es euch ein Stück gut getan und ihr könnt jetzt ein bisschen entspannter in die Osterfeiertage starten. Denkt immer daran, ihr Lieben, dass eure Liebsten da sind, dass sie bei euch sind, dass sie mit euch sind, dass ihr sie nie verloren könnt, das ist ein Deutsch, dass ihr sie nie verlieren könnt, denn sie sind nur einen ganz kleinen Schritt neben euch. Ihr Lieben, ich wünsche euch wunderbare Ostertage, ich wünsche euch wunderbare Festtage, ich wünsche allen, die denen es schlecht geht, die Kummer haben, danke für die Sterne, liebe Ulrike, danke, liebe Andi, oder Andi, ich weiß nicht, ob du männlich oder weiblich bist, danke für euer Sein. Danke, dass ihr meine Community seid. Ich wünsche euch von Herzen alles erdenklich Gute, wunderbare Feiertage. Allen, die Trauer haben, sende ich ganz viel Liebe, sende ich ganz viel Kraft und Mut. Und vielleicht ist ein Jenseitskontakt genau das Richtige für dich. Such dir dein Medium aus, nach deinem Bauchgefühl, so wie du es für richtig hältst, so wie es mit dir in Resonanz geht. Ich freue mich natürlich über jeden, der bei mir bucht. Ich freue mich über jeden Jenseitskontakt, den ich geben darf. Das ist ganz klar. Aber jeder muss sein Medium nach dem aussuchen, was für ihn stimmig und richtig ist. Ich kann auch nicht alle Vorausgegangenen kommunizieren. Sucht euch das Medium aus, das zu euch passt. Hört da ganz viel auf euer Bauchgefühl. Vergesst aber auch nicht, den Kopf einzuschalten. Guckt euch Feedbacks an. Guckt euch an, wie arbeitet das Medium. Ist es seriös, was es macht? Ihr hört in Trauergruppen von Menschen, die gut sind. Achtet da auch drauf. Und ich bin mir sicher, ihr werdet für euch das richtige Medium finden, weil euch die geistige Welt da auch ein Stück weit wahrscheinlich leitet, damit ihr an die Richtigen geratet. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest, es war wunderbar mit euch zusammen diese wunderbare Zeit zu verbringen. Ihr habt mir viel Kraft gegeben, ihr habt mir viel Liebe entgegengebracht. Dafür danke ich euch von Herzen. Macht es gut. Herzlichst, eure Cynthia.